Sainz beendete endlich die Red Bull-Dominanz. Wir hatten viele Fehler von Red Bull, die sich blamiert haben, und ein Rennen, das vermutlich das spannendste dieser Season war. Deswegen werden wir auch einen Blick drauf werfen in unserem Race-Highlights-Video. Von Marion Bay, abonniert gerne Channel Costless und let's go! Fangen wir direkt mit dem Start an, und der ging ziemlich brisant los. Ich meine, vorne war eigentlich alles okay. Sainz ist gut weggekommen, Leclerc mit den roten Reifen besser als Russell. Hamilton setzte sich an Norris vorbei, doch man munkelt natürlich, dass Hamilton sich so ein bisschen mit Absicht verbremst hat, um dann also den Notausgang zu nehmen, um an Norris und an Russell vorbeizugehen. Er gab beide Positionen zurück, war eigentlich alles okay, doch ja, damit war es nicht getan, denn weiter hinten gab es eine folgenschwere Kollision zwischen Checo Perez und zwischen Yuki Tsunoda, die dazu führte, dass Yuki leider draußen war, und das wieder einmal in oder vor der ersten Runde. Also das war während der ersten Runde sein Ausschied, und ja, auch in Monza keine einzige Runde absolvieren dürfen, weil er da ja in der Formation Lap schon ausgeschieden ist. Und das ist dann wirklich bitter, wenn man vom eigenen, ja, Team abgeschossen wird. Also die gehören da so ein bisschen zusammen. Und was soll ich sagen, weiter hinten ist es eigentlich interessant gewesen. Magnussen hatte einen grottigen Start, der wurde regelrecht zurückgereicht. Und ja, diese Abkürzmanöver sorgt zwar für kurzen Ärger, doch Hamilton hat es eingesehen, er hat Russell vorbeigelassen. Ob er Norris vorbeigelassen hat, hat man leider nicht gesehen, aber ich bin mir da auch sicher, weil sonst wäre das nicht so einfach gegangen. Und ja, weiter ging es dann so ein bisschen die Doppelführung. Aber ich wusste auch nicht genau, was Ferrari am Anfang ein Schild hat. Denn wir haben gesehen, Sainz konnte sich nicht richtig absetzen, aber er wollte auch nicht Full Speed geben, wollte die Reifen die ganze Zeit managen. Und wenn ich for real Leclerc gewesen wäre, ich hätte einfach gesagt, ihr könnt mich mal. Ich meine, der musste so die Gap 3 Sekunden. Fuck auf die verdammte Gap, bitte. Ich meine, es ist ein Rennen und nicht irgendwie eine Kontrolle. Man kann das nicht kontrollieren, und das hat auch Ferrari dann gemerkt. Spätestens, als dann so ein bisschen, ob es dann ein bisschen brisant wurde. Denn Logan Sargeant ist gecrashed, und durch diesen Crash musste er so ein bisschen eine Notlösung her, denn es war Safety Car auf der Strecke und alles hat sich so ein bisschen zusammengezogen. Und wir bekamen so ein bisschen Getummel, also ein bisschen Hektik in der Box. Ja, der große Verlierer eindeutig Charles Leclerc und Hamilton, denn beide waren auf den Double Whopper Boxenstopp drin und beide waren leider jedemals die Zweiten, die dadurch ordentlich Platz verloren haben. Das muss man aber auch sagen, es war immerhin noch Not bei Hamilton, also war es eher noch gut wie schlecht, aber gerade bei Leclerc, der hat so viele Plätze verloren, was so unnötig war. Eben nur, wenn man da auf Nummer sicher gehen wollte und den Sainz sieht. Ich habe schon fast die Befürchtung, dass Sainz die Nummer 1 bei Ferrari ist, denn so oft wie Ferrari aktuell auf Leclerc scheißt, kann ich mir echt nicht vorstellen, dass Leclerc dann noch die Nummer 1 ist oder jemals war. Dann ging es so ein bisschen, ging nicht in die Box, weil das war nicht mal Piastri, Idiot. Verstappen ging nicht in die Box, der blieb draußen, die sind auf eine andere Strategie gegangen, die wollten dann zum Schluss die gelben Reifen. Dazu kommen wir aber später mehr. Ja, wurde dann durchgereicht natürlich. Zuerst, also er war Zweiter, glaube ich. Zuerst Norris, dann Leclerc, dann auch Hamilton. Russell, dann ist auch Hamilton vorbeigegangen. Und schlussendlich auch Leclerc. Das war auch irgendwie ganz klar. Denn es ist halt einfach nicht ihr Rennen gewesen. Ne? Wie gesagt, das war keiner in der Box, sondern in der Halbzeit. So Runde 37, 40, irgend sowas. Mutierte dann, Checo Perez zum Lokführer. Und das richtig, denn er hatte einen Crash, wie gesagt, am Anfang mit Yuki. Und durch diesen Crash hatte er auch ein bisschen was vom Frontflügel verloren, diese Endblade auf der linken Seite. Und ja, dieser Crash hat halt ihn wahrscheinlich auch ein bisschen langsam gemacht. Er hat sich da wirklich rundenlang einen Fight mit Fernando Alonso geliefert, der völlig unnötig war. Also wirklich, der hat da teilweise ordentlich drauf gehalten, hat quasi Alonso sein ohnehin schon schlechtes Rennen, dass er hat noch eine 5-Sekunden-Strafe bekommen, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat. Bei Boxeneinfahrt ist er über die Linie gekommen. Ist Verstappen auch, aber nicht zu schlimm. Also deswegen gab es für Alonso eine Strafe, für Verstappen nicht. Und ja, dieser Zug wurde dann halt immer schlimmer, bis sich dann Ocon vorbeisetzen konnte. Und der konnte dann auch schon mit einer Mega-Pace eigentlich davonziehen. Hat sogar dann auch Verstappen aufgeholt, der direkt im Vorhand war. Und dann leider, musste Ocon das Rennen beenden. Ne?
Er hat so geschrien, wirklich in Runde 43. Bei der Boxenausfahrt hat er da abgestellt und der hat mich echt leid getan, wie er dann so seinen Nackenschutz so weggeschossen hat. Es waren so Emotionen, da wäre wirklich viel drin gewesen. Also Top 5 wäre auf jeden Fall drin gewesen und das, oh, sagen wir Top 6, weil Leclerc war unschlagbar, aber das war wirklich echt schade. Und das Dumme natürlich zu dem Zeitpunkt war, dass die Red Bulls in Runde 40 und 41 in die Box gekommen sind und er in Runde 43 ausgeschieden ist. Sprich, hätte das 2-3 Runden früher stattgefunden, hätte man bei Red Bull einen Free Boxen Stop gehabt und eigentlich, ja, eine tolle Möglichkeit. Auf das hat man, glaube ich, auch spekuliert. Ist leider nicht so geworden, wie man sich das Ganze gedacht hat. Und so ist es dann halt leider gekommen, dass nichts gekommen ist. Liam Lawson war für mich wirklich der Driver of the Day des gestrigen Rennens, denn er hat wirklich eine Top-Leistung geliefert, hat sich wirklich lange gegen Verstappen auch durchsetzen können. Ja, 51 ist dann Verstappen vorbeigegangen und ja. Dann wurde es nämlich so ein bisschen spannend, denn während der VSC-Phase hat man sich dazu entschieden, bei Mercedes beide Fahrer reinzuholen und auf die Gelten zu holen. Ich dachte mir so am Anfang, what, das kann ja nicht funktionieren, das ist eine echt dumme Idee. Die verlieren so viel Plätze, so viel Zeit. Doch es hat sich dann tatsächlich herausgestellt als Top-Idee. Die konnten in einer kurzen Zeit wirklich eine Gap von 13 bis 15 Sekunden aufholen, bis man dann am Endfahrt, 158, 57, knapp 60, war die dann dran, die Reifen leider schon bis am Ende. Und so kam es dann halt so ein bisschen, dass sich ein DRS-Train um den ersten Platz gebildet hat, wobei sich Sainz wirklich immer aus der Schlinge ziehen konnte. Und auch Norris, der konnte jeden Angriff abwehren von Russell und hat es geschafft, sich durchzusetzen, bis dann ja in der letzten Runde, ich würde mal sagen, Flüchtigkeitsfehler, zu über den Limit drüber. Auf jeden Fall ist Leclerc, also es ist erst einmal Norris an die Mauer geditscht, ganz leicht mit dem Hinterreifen, aber Russell noch viel härter mit dem Hinterreifen und hat sich da, ich glaube auch mit dem Vorderreifen, und hat sich dadurch ja seine kompletten Lenkstange, generell Antriebswelle gebrochen und ist dann einfach gerade weiter. Das in der letzten Runde, da war da den Tränen nah im Interview. Da gucken wir uns aber nachher noch ein Bild an. Der Smooth Operator hat also gewonnen. Vor erneut Lando Norris am Podium. Hamilton hat quasi den dritten Platz geerbt, obwohl der wirklich nah dran war und über weite Strecken auch viel schneller war. Also Russell hat sich da so ein bisschen selbst ins Ausgeschossen. Ja, da macht er so ein bisschen den Abgang und das ist halt echt bitter. Also das ist halt, was soll man sagen, das Endklassement hat dann noch eins zu bieten gehabt, denn man hat am späteren Abend, am Sonntag erfahren, es gibt eine 5-Sekunden-Strafe für Checo Perez, weil man, die Situation hat man leider nie gesehen, man hat nur gesehen, dass es eine Untersuchung gab, dies, das, bla bla bla. Aber dann hat man erfahren, es gab eine Berührung zwischen Albon und zwischen Perez. Ich habe auch die Bilder im Internet gesehen, also das ist klar eine 5-Sekunden-Strafe. Und ja, die wurde zwar hinten dran gerechnet, aber es gab da auch keine Platzwechsel mehr oder so, denn er hatte einen 11-Sekunden-Vorsprung. Fernando Alonso wirklich auch der Loser des Tages. Ich will nicht sagen der Loser, aber der Verlierer des Tages, so kann man sagen. Und durch die 5-Sekunden-Strafe, der Boxenstopp war richtig, der ist glaube ich 10, 15 Sekunden extra gestanden. Und dadurch war halt dann wirklich das Rennen vorbei für ihn. Letzter Platz, ein Verbremser da noch drin, also wirklich Fernando echt noch fast schlimmer wie Russell. Aber ja, ich glaube Russell hat es da wirklich richtig beschissen erwischt. Also im teaminternen Duell kann ich auf jeden Fall sagen, im Head-to-Head-Duell, für mich sage ich auf jeden Fall Sainz besser als Leclerc gestern, in Singapur. Norris viel besser als Piastri, wobei der Pech hatte im Qualifying mit dem Stroll-Crash. Hamilton, Russell, würde ich natürlich sagen, blöd, weil es ausgefallen ist, aber sie sind ja beide das gesamte Rennen gefahren. Deswegen sage ich mal, ist gleich, weil Russell halt wirklich top gefahren ist, aber Hamilton auch zum Schluss dann. Wir haben dann Verstappen und Perez, ganz klar Verstappen, der ist wirklich, der ist da wieder viel besser gewesen, auch viel fehlerfreier. Und das muss man ihm dazu gut sagen. Gasly, Ocon, soweit ich das beurteile, auf jeden Fall Ocon. Schade, dass er ausgeschieden ist, weil der war echt auf einem strongen Rennen unterwegs. Lawson und Yuki kann man natürlich leider jetzt nicht sagen, aber Yuki hat schon wirklich eine Top-Leistung. Also wenn ich den wenigstens eine Note geben müsste, wäre das schon eins. Der haut den AlphaTauri da auf den 9. Platz und holt sich 2 Punkte. Bombastisch. Magnussen, top, wirklich. Das wenige Male, wo ich wirklich sage,
dass Magnussen deutlich besser war als Hülkenberg und das schon das gesamte Rennen, das gesamte Wochenende, denn er war im Quali besser und im Rennen dann auch über weite Strecken. Ja, der eine oder andere Fehler und das ein oder andere Mal wurde er und hat auch andere von der Strecke gedrängt, aber er hat sich das ausgemacht, er hat sich ja nicht so gepetzt wie manche andere, er hat das wirklich toll gemacht und ja, ein richtiger Mann macht sich das auf der Strecke aus. Albon wieder viel besser, Sargeant, der Fehler war natürlich dumm und ja, katapultiert ihn dann weiterhin ins Aus. Wieder kein Punkt für Sargeant, das ist natürlich blöd. Guan Yu, Bottas, kann man jetzt nicht sagen, Bottas ausgeschieden, das ist schade. Su war aber, glaube ich, auch über weite Strecken besser im Rennen. Deswegen würde ich auch sagen, da geben wir ein X, weil da kann man nichts sagen. Alonso Stroll, natürlich schade, dass Stroll generell nicht gestartet ist, da kann ich jetzt auch nichts dazu bewerten. Alonso auch eher ein Rennen zum Vergessen, also das ist echt schade. Ja, was soll ich sagen, ein Rennen, das auf jeden Fall in die Geschichtsbücher eingehen wird, denn es hat die Siegersträhne der Red Bull gebrochen. 13 Rennen waren es und ja, jetzt beginnt die Strähne wieder von Null. Ich bin ein bisschen froh, denn es war schon richtig fade und dieses Rennen hat die Formel 1 gebrochen. Auf einer Strecke wie Singapur eigentlich untypisch, nein, eigentlich nicht. Und ja, die Safety-Karate geht weiter. Wir hatten wieder 100%. Was sagt ihr zum Rennen? Ich muss sagen, ein Top-Rennen mit Mega-Ergebnis. Ein vierfacher Fight um den ersten Platz. Und ja, hätte Leclerc nicht abreißen lassen, wäre die auch noch dabei gewesen. Was denkt ihr? Wer war für euch der Driver of the Race? Für mich war es eindeutig. Wenn ich sagen müsste, von den Hinterbänken, Liam Lawson. Tolle Leistung, 2 Punkte. Hat, glaube ich, die beste Bewerbung abgegeben für die Season 2024, für das zweite Cockpit. An der Seite von Yuki Tsunoda, aber in den Top-Teams muss ich sagen, Sainz war schon wirklich top. Also der hat allen Stand gehalten, auch wenn er da wirklich eine Asi-Strategie hatte mit diesen am Anfang extrem langsam fahren, Reifen sparen und so weiter. Ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen im Switch zwischen Russell und zwischen Norris und zwischen Sainz, denn alle drei hatten wirklich eine bombastische Pace. Und alle drei sind wirklich top gefahren. Also einen Fahrer da rauszusuchen, wäre schwierig. Aber wenn ich müsste, dann ehrlich gesagt Norris. Denn er hatte da wirklich die Power von 2 Mercedes hinter ihm und hat es dann wirklich auch geschafft. Vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Was sagt ihr? Das war im Moment des Rennens. Schreibt es gerne in die Kommentare. Abonniert gerne kostenlos den Channel, falls ihr noch nicht habt. Lasst gerne einen Daumen da und schaut auch gerne auf Instagram und auf TikTok bei. Nächstes Mal in der Bio und wir sehen uns hoffentlich morgen hier wieder mit einem F1 23 mein Teamvideo oder auch später auf TikTok. Bis dahin und ciao.